In diesem Video möchte ich euch die einzelnen Brucharten vorstellen. Bevor wir ins Detail gehen, noch kurz eine Vorbemerkung. Um Brucharten unterscheiden zu können, müssen wir entweder den Zähler, das ist die obere Zahl vom Bruch, genau anschauen, oder den Nenner, das ist die untere Zahl, oder in welcher Beziehung Zähler und Nenner zueinander stehen. Kommen wir zur ersten Bruchart, 3 Viertel. Ich schreibe hin echter Bruch. Warum handelt es sich hier um einen echten Bruch? Immer wenn der Zähler, das ist die obere Zahl, hier in diesem Fall 3, kleiner ist wie die untere Zahl, spricht man von einem echten Bruch. Der Zähler ist kleiner als der Nenner. Wenn ich mir das grafisch als Kreisscheibe vorstelle, ist ein echter Bruch immer ein Anteil dieser Kreisscheibe, aber es ist nie mehr als eine Scheibe. Kommen wir zum zweiten Bruch. Das ist genau das Umgekehrte. Hier steht oben 4 im Zähler und unten 3. Man spricht von einem unechten Bruch. Wie erkenne ich ihn? Hier ist der Zähler größer als der Nenner. Der Zähler ist größer als der Nenner. Wenn wir uns jetzt den nächsten Bruch anschauen, fällt auf, er besteht aus 2 Bestandteilen. Und zwar aus einer ganzen Zahl und aus einem echten Bruch. Hier spricht man von einem gemischten Bruch. Als Erklärung kann ich hinschreiben, einen gemischten Bruch erkenne ich daran, er besteht aus einer natürlichen Zahl und einem echten Bruch. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Hier konzentrieren wir uns vor allem auf den Zähler und erkennen, dass der Zähler 1 ist. Immer wenn der Zähler den Wert 1 hat, spricht man von einem Stammbruch. Als kurzer Erklärungssatz können wir hier dazu schreiben, die Zahl im Zähler ist immer 1 oder hat den Wert 1. Beim Stammbruch haben wir also uns auf den Zähler konzentriert. Bei dem nächsten Beispiel konzentrieren wir uns auf den Nenner. Hier steht 3 Zehntel und immer wenn im Nenner eine Dezimalzahl steht wie 10, 100, 1000, dann spricht man von einem Dezimalbruch. Kurzer Erklärungssatz, der Nenner ist immer eine Dezimalzahl. Schon sind wir beim letzten Beispiel. Wenn ich hier den Zähler und den Nenner anschaue, geht es hier vor allem um die Beziehung zwischen Zähler und Nenner. Ich habe 4 und 4 und der wesentliche Punkt ist hier, immer wenn ich den Zähler durch den Nenner dividiere und das Ergebnis ist eine ganze natürliche Zahl, dann handelt es sich um einen uneigentlichen Bruch. Warum uneigentlicher Bruch? Weil man eigentlich gar keinen Bruch hinschreiben müsste, sondern man könnte ja gleich das Ergebnis hinschreiben. Jetzt stellt sich die Frage, warum braucht man überhaupt solche Brüche? Aus rein berechnungstechnischen Gründen, um leichter addieren und subtrahieren zu können. Hier schreibe ich zur Erklärung noch kurz die Rechnung dazu. 4 dividiert durch 4 ergibt 1. Es kann aber zum Beispiel auch 8 durch 4 2 sein. Und wenn ich jetzt noch einen Satz dazu schreibe, das Ergebnis der Division ist immer eine ganze Zahl. So, damit hätten wir alle wesentlichen Brucharten durchgenommen. Ich hoffe, ich habe sie euch ein bisschen näher gebracht. Viel Spaß beim Einüben!